Dann starten wir gleich mal mit der Frage, warum sollte ich das eigentlich machen? Vielleicht nochmal zu einer Definition von Feedback. Was ist eigentlich ein Feedback? Ein Feedback sollte ja grundsätzlich mal darüber Aufschluss geben, wie ich einen, wie auch immer definierten Zielzustand, ich sage mal in Form von Lernzielen, kompetenzorientiert natürlich formuliert, wie ich den denn aus meiner jetzigen Position heraus erreichen kann. Welche Schritte muss ich noch gehen, damit ich durch die Ziellinie laufe? Das heißt, es beleuchtet einerseits eine Lücke und gleichzeitig geht es aber darum, auch nochmal zurückzublicken und zu schauen, Mensch, was habe ich denn eigentlich schon erreicht in Richtung Zielzustand? Was ist denn eigentlich schon gut gelaufen? Bedauerlicherweise stelle ich in meiner Praxis, in der Begleitung von Lehrenden fest, dass wir vor allem ein summatives Feedback am Ende von Lehrveranstaltungen geben. Das heißt, wenn eigentlich der ganze Lernprozess schon durch ist, das verunmöglicht natürlich den Studierenden, ihr Feedback dann noch anzuwenden, damit sie denn die Lernziele erreichen, weil mit der summativen Prüfung am Ende wurde ja schon quasi abgetestet, ja, erreicht oder nicht erreicht. Und deswegen ist es umso wichtiger zu sagen, Mensch, wir führen ein formatives, semesterbegleitendes Feedback ein, das die Studierenden auch tatsächlich dann aufgreifen können, um zu sagen, ich bewege mich effektiver in Richtung des Zielzustandes hin. Gleichzeitig ist es aber auch für die Lehrenden enorm wertvoll, ein semesterbegleitendes Feedback zu bekommen, weil wenn ich denn sehe, wo meine Studierenden stehen, kann ich auch schon besser abschätzen, was wurde erreicht, was wurde noch nicht erreicht, wo müsste ich noch liefern. Also mal zusammengefasst gesagt, sowohl Studierende als auch Lehrende profitieren, weil sie im besten Fall zum einen effektiver lernen, ja, und zum anderen effektiver lehren. So, und dann kam das große Aber. Ja. Ich habe über 100 Studierende in meiner Vorlesung sitzen. Wie soll ich da jedem Einzelnen Feedback geben? Stimmt. Ja, Frau Seibold, ich finde es völlig nachvollziehbar, was Sie uns da sagen, aber das ist nicht meine einzige Lehrveranstaltung. Ich bin gleichzeitig noch in Forschungsanträge involviert. Ja, ich muss schauen, dass ich veröffentliche. Ich habe wirklich keine Zeit, dann auch noch jedem Studierenden Feedback zu geben. Ja. Oder drittens, mich stört sowieso irgendwie das Konsumverhalten vieler Studierender. Oftmals habe ich den Eindruck, dass ich nur liefere und die andere Seite nimmt. Das würde ich ja dann noch bestärken. Aus meiner Sicht völlig nachvollziehbare Einwände, ja, die gar nicht irgendwie an dem Willen, sondern an der Machbarkeit auch der Lehrperson scheitern. Aber doch, ja, das ist jetzt die Frage und das können Sie für sich, für Ihren Fall, für Ihre Situation jetzt dann auch die nächste halbe Stunde und dann auch in der Anwendung mal abklopfen. Peer-Review-Verfahren sind sehr wohl auch in großen Gruppen umsetzbar, wenn ich das Ganze denn vielleicht auch mit externer Unterstützung, E-Learning Center, wenn ich das Ganze denn digital begleite. Peer-Review-Verfahren sind auch ohne erhöhte Arbeitsbelastung einsetzbar. Ich muss aber in Klammern dazu sagen, natürlich nach einem Erstaufwand. Ja, wenn ich etwas das erste Mal einführe, dann muss ich da natürlich, um das auch sauber zu machen, Zeit investieren. Ja, da würde ich Ihnen jetzt was vormachen, wenn ich sage, passiert so nebenbei. Und Peer-Review-Verfahren rücken eben Studierende ganz explizit in die aktive Rolle der Feedbackgeber. Und das ist ja auch die Grundidee. Also ich komme weg von diesem, ich konsumiere, nehme auf, ja, in dieses, ich gebe auch aktiv Feedback und gehe mit Feedback, das ich bekomme von meinen Peers, um. So, wie kann jetzt dieses Peer-Feedback aussehen? Nochmal zusammengefasst. In Peer-Review-Verfahren geben sich Studierende eben gegenseitig ein Feedback zu ihren Arbeiten. Ich habe jetzt mal schriftliches Feedback eingeklammert. Per Definition ist ein Peer-Review-Verfahren auch in der Lehre schriftlicher Natur.
Da sind wir jetzt aber so ein bisschen wieder bei dem Punkto passend machen. Ich glaube, dass es sehr wohl hilfreich sein kann, auch mündliche Elemente mit aufzunehmen, ja? Damit ich auch in einen wirklichen Austausch komme zwischen Feedbackgeber und Empfänger. Oder ich tatsächlich auch noch mal über meine schriftlichen Kommentare hinweg erklären kann. So, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt in der Umsetzung dieses Peer-Review-Verfahrens? Es gibt so ein paar Variablen, die diesen Spielraum aufhalten. Zum einen kann ich sagen, ich führe ein Feedback innerhalb oder außerhalb der Lehrveranstaltung durch. Das ist schon mal so die eine Möglichkeit der Varianz. Ich kann überlegen, ob ich das Ganze in analoger Form, also ganz klassisch Pen and Paper mache, oder ob ich sage, nee, ich hole mir da ein digitales Unterstützungstool. Ich kann entscheiden, ob ich ein Feedback 1:1 anleite, beziehungsweise ein Student bekommt von mehreren Studierenden, die aber dieses Feedback separat geben, ein Feedback zugeführt, oder ich sage, nee, ich lasse Feedback in Gruppen geben. Ein guter Grund aus meiner Sicht für so ein Gruppenfeedback ist, wenn ich beispielsweise unsicher bin, inwieweit jeder Studentin in der Lage wäre, überhaupt ein adäquates Feedback jetzt zu dieser Aufgabe zu geben. Das würde ich abfangen, indem ich gleich sage, wir würfeln euch in Gruppen von 3 oder 4 zusammen und dann könnt ihr quasi eure Kompetenzen zusammenlegen, um dann auch ein anständiges Feedback zu geben. Und schließlich kann ich sagen, ich mache die smarte Variante oder ich mache da eine größere Sache daraus. Das ist aber davon abhängig, ob ich sage, mir ist es vor allem auch wichtig, dass Studierende eine überfachliche Kompetenz ausbilden, indem sie eben lernen, Feedback zu geben und zu empfangen. Das heißt, ich höre nicht damit auf, dass ich sage, ein Feedback wird gegeben, sondern ich lasse dann auch noch mal ein Feedback auf das Feedback geben. Wie sinnvoll, wertvoll fand ich das denn? Und lass auch noch mal explizit reflektieren, wie ich denn jetzt mit Feedback umgehen kann, weil ein Feedback ist ja immer ein Angebot. Das heißt ja nicht, dass ich das 1:1 umsetzen muss. Oder indem ich beispielsweise noch mal thematisiere, bei Feedback läuft natürlich auch viel emotionaler Natur ab. Ja, das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie nur auf einer sachlichen Ebene durchziehen kann. Dass ich das nochmal in meine Lehre und auch in den Reflexionsprozess mit reinhole. Dann wird es natürlich eine größere Sache. Dann ist es nichts, wo ich sage, ich mache das mal einmal 90 Minuten, sondern das würde sich dann auch über einen längeren Zeitraum hinführen. Und Sie müssen natürlich auch ein Stück weit Lehre reservieren, weil einfach so machen Studierende das nicht. Ja? Da muss man einfach schon gewisse Leitplanken setzen. Also soweit die Variablen, wo ich sagen kann, je nach Kombination kommt Unterschiedliches raus, alles unter der Überschrift Peer-Review-Verfahren. Ich stelle Ihnen jetzt mal 2 Varianten vor, die grob zeigen können, was Sie alles machen könnten. Die erste Variante, die aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, das habe ich auch schon so erlebt, sehr gut anwendbar ist für Übungen und Seminare, vor allem deswegen, weil auch eher kleinere, also das heißt überschaubare Gruppen. Ich sage, ich lasse auf Papier in der Lehrveranstaltung ein Feedback geben. Wie läuft es dann ab? Also in einer klassischen Übung, die ja so flankierend zu einer Vorlesung und einem Tutorium steht oder dann eben in einem Seminar, das glaube ich in den Geisteswissenschaften noch deutlich etablierter ist, bearbeiten die Studierenden außerhalb der Lehrveranstaltung eine Aufgabe. In der Lehrveranstaltung splitte ich dann quasi so die Zeit. Ich sage, die erste Hälfte der Lehrveranstaltung, ich sage mal 45 von 90 Minuten, sind dafür reserviert, dass sich Studierende gegenseitig ein Feedback geben. Die darauf folgenden 45 Minuten, da werden wir dann nochmal besprechen, welche Fragen, welche Schwierigkeiten denn aufgetreten sind. Was ich nicht mache, ist, dass ich so eine komplette Übung nochmal durchexerziere. Ja? Sondern ich gebe wirklich nur wieder bedarfsorientiert eine Rückmeldung, was eben gerade gebraucht wird. Außerhalb der Lehrveranstaltung könnten dann, sofern das Teil Ihrer Lehrveranstaltung wäre, die Studierende wieder eine neue Aufgabe bearbeiten. Sie könnten sagen, ich sammle mir mal alles ein, ja, und schaue mal, was sind denn eigentlich so typische Fehler, typische Hürden,
verschaffen sich dadurch einen Überblick und sie können natürlich auch überlegen, inwieweit das Peer-Review-Verfahren auch Teil einer Prüfungs- bzw. Studienleistung sein kann. Dann wäre es nämlich an der Zeit, Punkte zu vergeben. Ich bin da immer für Einfachheit. Also ein Vorschlag wäre, was ich auch schon so erlebt habe, dass man sagt, okay, ein leeres Blatt, das heißt die Übungsaufgabe, nichts abgegeben, null Punkte, bestanden ein Punkt, richtig gut gemacht, zwei Punkte, Feedback gegeben, ein Punkt. Und dann muss ich eben selber ausrechnen, wie viele Punkte kann der Student am Ende erzielen, damit er entweder die Studienleistung bestanden, nicht bestanden erreicht hat oder aber einen Bonus bekommt für die finale Prüfung am Ende. Grundsätzlich, sage ich jetzt mal an der Stelle, würde ich ein Feedback durch Peers jetzt nie als, ich tendiere immer dazu, das eher als Studienleistung zu machen oder eben maximal als einen Bonuszusatz, weil sonst Akzeptanzprobleme auftreten könnten. Ja, dass ich sage, das ist zu stark notenbestimmend und jetzt haben das ja die Peers gegeben, die haben ja eigentlich gar keine Ahnung. Variante Nummer zwei, da haben wir ein Peer-Review-Verfahren digital unterstützt und es lief ähnlich ab. Die Studierenden haben außerhalb der Veranstaltung eine Aufgabe bearbeitet. In der Lehrveranstaltung hat der Dozent dann ganz normal Vorlesungsinhalte vermittelt, hat dann aber auf das Peer-Review-Verfahren vorbereitet. Also was sind Kriterien, was sind Regeln, wie wird das Ganze ablaufen? Die Studierenden haben dann auch außerhalb der Lehrveranstaltung ihre Aufgaben gegenseitig begutachtet. Und in der nächsten Lehrveranstaltung hat der Dozent ausgewählte Lösungen nochmal präsentiert, also das heißt Lösungen der Studierenden, hat darauf Bezug genommen, nochmal erklärt, worauf kam es eigentlich an. Und dann ging es weiter im normalen Vorlesungsduktus. Klar muss man so ein bisschen abwägen, wie oft will ich das eigentlich machen. Mein Credo ist, erstmal klein und fein anfangen und dann ausbauen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache jetzt gleich irgendwie eine Vorlesung und führe zu jeder Übungsaufgabe einen Peer-Review-Prozess durch, weil der ja auch schon relativ aufwendig ist. Wir haben das damals mit Moodle, mit dem Tool, ja, damals hieß es Workshop, jetzt heißt es tatsächlich gegenseitige Beurteilung, begleitet. Ich habe jetzt aber gerade schon in aller Kürze mitbekommen, dass Sie hier an der Uni Wien auch noch andere Unterstützungsmöglichkeiten hätten. So, diese zwei Varianten, in und außerhalb der Lehrveranstaltung, digital, nicht digital. Und da könnte ich jetzt aber noch reingehen und sagen, ich mache es mit Gruppen, ich mache es individualisiert. Ich mache es ausführlicher, ich mache es knapp. Also selbst bei diesen Varianten können Sie sagen, ich gestalte es nochmal ganz unterschiedlich aus. Das wird jetzt gleich nochmal sichtbarer, wenn wir uns die einzelnen Schritte von dem Peer-Review-Verfahren nochmal genauer anschauen. Womit sollten Sie immer starten? Mit einer Einführung in das Peer-Review-Verfahren, klar. Also ich muss als allererstes mal die Studierenden gewinnen. Das heißt, sie da abholen, wo sie stehen und erstmal überzeugen, was ist denn überhaupt der Mehrwert dieses Peer-Review-Verfahrens? Also wofür machen wir das? Ich meine, ich sage jetzt mal so flapsig, der Student sagt, na toll, der spart sich jetzt schön Arbeit, ne? Jetzt dürfen wir den seine Arbeit machen und was bringt uns das Ganze? Ja? Das heißt, auch thematisieren, worin besteht denn eigentlich der besondere Kompetenzerwerb, wenn wir das Ganze machen? Und dann natürlich auch Informationen zum Verfahrensablauf. Nochmal zu dem Punkt, was ist der Mehrwert dieses Peer Reviews? Ich kann mir vorstellen, dass Sie mit einer ähnlichen Folie anfangen wie ich jetzt hier, dass Sie sagen, also passen Sie auf, ja, wenn wir dieses Peer Review machen, bekommen Sie zum einen mal ein verständliches Feedback von Kommilitonen. Verständlich deswegen, weil Sie ja auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind, verständlich auch deswegen, weil Sie die Sprache teilen. Sie bekommen in der Regel dann auch gleich nicht nur von einer Person, der Lehrperson, sondern von mehreren Personen Feedback. Also das heißt von mehreren Kommilitonen. Sie bekommen gleich verschiedene Sichtweisen jetzt auf ihre Leistung. Sie werden dadurch auch nochmal für die Perspektive der Leserschaft sensibilisiert. Was finden die jetzt gut, was finden die nicht gut? Und wir werden dann auch, also das Spannende an Feedback ist ja, dass die Wirkung immer unterschiedlich ist. Ja? Der eine findet
den Text gut, der andere findet ihn nicht gut. Das einfach auch mal wahrzunehmen und dann aber auch als Lehrender das so irgendwie zu begleiten, dass man sagt, ja, seht da mal, ja, das ist eben Feedback. Logisch kann ich eng führen und sagen, die und die Kriterien, aber selbst das habe ich immer die Unterscheidung zwischen der Satz oder der Text wirkt auf mich wirr. Ja. Gut, muss ich natürlich Beispiele liefern. Oder dieser Absatz, der wirkt total lebendig auf mich. Ne? Und ich finde es ganz wichtig, dass Studierende eben auch das mitnehmen, ja, die subjektive Wirkung von Texten. Und schließlich lernen sie selbst, wie gehe ich denn eigentlich mit Feedback um? Ja, das ist ja auch im persönlichen Bereich manchmal gar nicht so unrelevant, dass ich sage, ja, ich bekomme Feedback, heißt jetzt nicht, dass ich das eins zu eins umsetzen muss, aber es kann mal eine Reflexion anregen. Feedbackgeber lernen andere Lösungsansätze kennen. Ja? Also indem ich die Aufgaben anderer begutachte, sehe ich ja erstmal, aha, so sind die da rangegangen. Interessant, ganz anders, als ich ursprünglich dachte. Das ist natürlich vor allem dann interessant, wenn ich offene Aufgaben habe. Indem dann auch Beurteilungskriterien angewandt werden, vertiefen die Studierenden auch ihre eigenen Kenntnisse. Ja, also ihnen sind wahrscheinlich die Taxonomiemodelle bekannt, wo ich mit Bloom und dann Grathwohl differenziere, kann da jetzt jemand nur was wiedergeben, was erklären oder sind wir wirklich schon so auf der Transferebene auch der kritischen Beurteilung. Ja? Und mit diesem Verfahren bewegen wir uns schon ganz klar in Richtung höhere Taxonomiestufen. Und sie üben natürlich ein, wenn sie das denn auch entsprechend in ihrer Lehre thematisieren, wie man konstruktives Feedback gibt. Wichtig ist jetzt nochmal, darauf möchte ich gerne Ihr Augenmerk richten, dass Sie selber klar haben, wenn ich sowas mache, habe ich immer einen doppelten Kompetenzerwerb im Idealfall. Und da muss ich aber auch einen entsprechenden Rahmen für beide setzen. Zum einen eben für den, zum einen für die aufgabenbezogenen Kompetenzen, die Kompetenzen, die eben der Student braucht, um eine Aufgabe zu bewältigen, und zum anderen eben die feedbackbezogenen Kompetenzen. Das würde ich den Studierenden so zeigen und das muss ich dann aber auch in ihrer Lehre abzeichnen. So. Wenn ich eben die Studierenden abgeholt habe, warum machen wir das, wieso ist es für euch toll, wie wird das grob ablaufen, dann geht es natürlich erstmal an die Vorbereitung und Vergabe der Übungsaufgabe, etwas, das ja eigentlich Standard ist. Trotzdem möchte ich Ihnen noch mal so ein paar Impulse geben, worauf Sie grundsätzlich achten sollten, wenn Sie Übungsaufgaben auswählen. Also die Frage, welches Ziel verfolge ich eigentlich? Inwieweit ist jetzt genau diese Aufgabe geeignet, um dieses Ziel zu erreichen, also diesen besonderen Kompetenzerwerb? Wie bereite ich die Studierenden eigentlich auf diese Übungsaufgabe schon in meiner Lehrveranstaltung vor? Und inwiefern ist die Aufgabe prüfungsrelevant? Jetzt gar nicht, dass diese Aufgabe am Ende dann in die Note, in die Gesamtnote einfließt, sondern die schon mal zeigt, was am Ende in der schriftlichen Prüfung beispielsweise zu erwarten ist. So die Kenner werden jetzt schon irgendwie Constructive Alignment irgendwie durchhören. Ja, das sind so die, das ist der Hintergrund dessen, was ich jetzt so an Fragen Ihnen da präsentiere. Und dann geht es natürlich nochmal um organisatorische Sachen. Bis wann soll das Ganze bearbeitet werden und wie, auf welchem Weg soll diese Aufgabe eigentlich eingereicht werden? Da muss ich dann gegebenenfalls, wenn ich denn so ein digitales Tool benutze, nochmal erklären. Also würde ich mir auch die Zeit nehmen, ansonsten macht man es nämlich 10-mal, wie das denn funktioniert, das irgendwo hochzuladen. So, die Studierenden bearbeiten dann die Übungsaufgabe. Auch da könnten Sie sich überlegen, in der Lehrveranstaltung oder außerhalb der Lehrveranstaltung. Ich habe jetzt 2-mal Lösungen gezeigt. Also auch da könnten Sie überlegen, lasse ich vielleicht sogar eine Übungsaufgabe mal in meiner Lehrveranstaltung bearbeiten. Könnte man auch mit einem Expertenpuzzle beispielsweise ganz gut in der Veranstaltung realisieren. So, der nächste Punkt, da muss ich dann wirklich noch mal genauer werden. Wie läuft jetzt dieses Peer-Review-Verfahren eigentlich ab?
So, das ist jetzt eine ganze Latte an Fragen, die Sie sich da mal zu Gemüte führen sollten. Vor allem geht es mal darum, wie soll eigentlich das Feedback aussehen? Also werden Punkte vergeben? Bleibt es dann bei dieser Punktevergabe? Werden auch noch Kommentare erwartet, ergänzend zu den Punkten? Das heißt, ich gebe dir auf die Arbeit oder auf diese Aufgabe 8 von 10 Punkten und das begründe ich folgendermaßen. Oder geben Sie beispielsweise bestimmte Aussagen vor und der Student stimmt denen dann zu oder nicht? Also ganz knapp, die Argumentation war stringent, ja, nein. Und dann ist natürlich die Frage, ob Sie sagen, ich splitte die Aufgabe nochmal, ich lasse Feedback auf Teilaspekte geben und oder mache dann nochmal eine Gesamtbeurteilung der Aufgabe. Also da sehen Sie auch schon wieder viele Möglichkeiten. Dann nochmal die Überlegung, nach welchen Kriterien soll eigentlich begutachtet werden. Das finde ich auch eine super Sache. Was ist Studierenden wichtig? Die wollen gut auf die Prüfung vorbereitet werden. Das löst ja auch öfter so ein bisschen genervt sein bei Lehrern der Seite irgendwie voraus. Oh, immer fragt ihr nur nach Prüfungen. Aber indem Sie jetzt da schon mit Kriterien auch Ihrer Begutachtung vertraut machen, lernen Studierende so ein bisschen hintenrum, worauf sie dann bei der eigenen Aufgabenbewältigung denn achten könnten. Unverzichtbar ist auch die Auseinandersetzung mit Feedback-Regeln. Und dann nochmal eher so diese organisatorischen Aspekte, wo dann jeder auch mal je nach Gruppengröße und irgendwie Art mal rechnen muss, wer begutachtet eigentlich wen. Jetzt gerade digitale Tools bieten da oft tolle Unterstützung. Also ich weiß es jetzt nur von Moodle, da werden die Studierenden dann beispielsweise per Zufallsverfahren zugeordnet. Dann müssen sie da gar nicht irgendwie groß, also gerade bei 120 wird es ja dann schwierig. Ne? Wie häufig gibt und erhält jeder Feedback? Ist das Feedback anonymisiert oder personalisiert? Ich würde immer personalisiert machen, weil das einfach nochmal so den, wie soll man das sagen, es erhöht einfach nochmal so dieses, Mensch, das ist eine Person, ich gebe das jetzt der Lisa Müller, ja, dieses Feedback. Und das macht einen Unterschied, ob ich es XY gebe. Da bemühe ich mich dann etwas mehr, ja, als dass es irgendwer ist. Und klar, bis wann soll das Feedback abgegeben werden? Ich habe jetzt mal alles aufgenommen, weil meine Idee ist, dass Sie im Nachgang dann auch vielleicht mit meinen Folien in der Vorbereitung dann einfach mal die Fragen alle durchgehen und schauen, habe ich das jetzt schon geklärt für mich. Nochmal zu den Kriterien. Was könnten Sie da machen? Verschiedene Kriterien definieren immer. Die können natürlich inhaltlicher Natur sein, die können formaler Natur sein. Also einmal jetzt hier, inwieweit ist jetzt die Argumentation deines Exposés stringent? Da müssen Sie aber dann vielleicht auch nochmal operationalisieren. Was bedeutet denn eigentlich Stringenz? Wie kann ich das Ganze auch veranschaulichen an anderen Exposés? Dann wieder der Punkt, kombiniere ich Punkte und Kommentare. Was ich auch ganz schön finde, ist mit einer Skala beispielsweise zu arbeiten, dass ich sage, nö, überhaupt nicht erfüllt oder voll und ganz erfüllt. Das ist letztlich ja nur eine andere Form der Punktevergabe. Ja, ich würde immer, wenn ich die Zeit hätte, schauen, dass ich beides habe, dass ich einerseits so den numerischen Wert habe, aber dann auch nochmal das ausführliche Feedback im Kommentar. Regeln gehe ich jetzt rasch durch. Ich sehe mir sowieso hervorragende Unterlagen schon hier durch das Center geliefert. Grundsätzlich immer wertschätzend, immer aufgabenbezogen, das heißt losgelöst jetzt von der Person. Diese wirklich, also das ist aus meiner Sicht eines der wesentlichen Dinge, dass Studierende lernen zu unterscheiden zwischen was nehme ich wahr, was beobachte ich und wie wirkt es auf mich, wie interpretiere ich das, wie kommt das auf mich an, bei mir an. Und diese Loslösung können Sie vor allem machen, indem Sie konkrete Beispiele auch liefern. Kriterienbasiert und verbesserungsorientiert, das finde ich auch ganz entscheidend. Das heißt, schon auch immer die Möglichkeit der Umsetzung im Blick behalten und am besten natürlich auch gleich eine Idee, weil ich kann ja viel kritisieren, aber habe ich denn auch eine Idee, wie es anders ginge? So, dann haben Sie das Peer Review durchgeführt und dann können Sie sagen, fertig. Abschließende Besprechung und Bewertung. Oder aber Sie sagen, es geht weiter. Jetzt ziehen wir ein Zwischenfazit und es geht weiter, nämlich mit Überarbeitung der Übungsaufgabe und Beurteilung des Feedbacks. Das müssen Sie selber abwägen.
wie das noch reinpasst. Das ist aus meiner Sicht eine sehr wertvolle Ergänzung. Bei dem Zwischenfazit, da geht es dann nochmal darum, Mensch, wie habe ich jetzt denn eigentlich den ganzen Feedback-Prozess bislang erlebt, als Feedbackgeber, aber auch als Empfänger. Wie soll ich denn eigentlich, also da auch mal so ein bisschen Orientierung geben, wie soll ich denn eigentlich auch mit dem Peer-Feedback umgehen? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das mit dem Taxi schlecht wird später. Wie soll ich denn mit diesem Feedback umgehen? Muss ich das denn irgendwie aufnehmen oder kann ich es auch einfach liegen lassen? Ja, weil ich davon überzeugt bin, dass das so passt. Nach welchen Kriterien, da sind wir dann wieder bei der Beurteilung des Feedbacks, nach welchen Kriterien soll denn das Feedback der Kommilitonen beurteilt werden? Und auf welchem Weg erfolgt dann nochmal dieses Feedback zum Feedback? Ist das dann auch digital, auch schriftlich, ist es mündlich? Wie viel Raum wird dafür gegeben? So. Und dann, ja, bei der ausgedehnten Variante, auch dann kommt es abschließend zur Bewertung und zum Resümee, wo Sie einfach nochmal klar haben müssen, gebe ich jetzt selbst eigentlich nochmal Feedback zu den Übungsaufgaben und dem gegebenen Feedback? Das würde ich natürlich von der Gruppengröße abhängig machen. Wenn ich sage, ich habe irgendwie 20 Personen in meinem Seminar sitzen, dann ist es auch mal leistbar. In Großveranstaltungen würde ich sagen, eher nicht. Da kann ich mir zwar einen Überblick verschaffen, aber da sind wir dann wieder bei den Grenzen der Machbarkeit. Dann auch natürlich schon von Anfang an überlegen, soll das jetzt eigentlich ein Bestandteil der Studien- und Prüfungsleistung sein? Und falls ja, wie setzt sich dann eigentlich die Gesamtbewertung zusammen? Na, also habe ich dann nochmal so eine Gewichtung von Übungsaufgabe, Feedback, Feedback zum Feedback? Wird die Übungsaufgabe mehr gewichtet als das Feedback geben? Ja, da haben Sie alle Freiheiten, aber Sie sollten klar darüber sein. Ja. Und dann schließe ich jetzt mit dem letzten Punkt, was sollte ich beachten? Und das ist eher eine Zusammenfassung als jetzt nochmal irgendwie was komplett Neues. Erfolgsfaktoren, holen Sie die Studierenden ab. Und das setzt voraus, dass Sie selbst abgeholt sind. Ne? Wenn Sie jetzt irgendwie so sagen, das war ja irgendwie ganz nett, was die Frau Seibold da gesagt hat, aber irgendwie, und dann schauen Sie sich's nochmal an und dann sind Sie immer noch kritisch, dann kann es sein, dass das für Sie momentan in Ihrer Lehre nichts ist. Ja? Ich finde das ganz wichtig, bei Lehrmethoden so ehrlich zu sein, zu sagen, ich bin nicht so richtig überzeugt. Weil wenn Sie nicht richtig überzeugt sind, wie sollen Sie Studierende überzeugen? Ja? Das ist so ein bisschen mein Credo. Aber ansonsten, wenn Sie überzeugt sind, dann teilen Sie diese Überzeugung. Erklären Sie den Ablauf ganz, ganz ausführlich. Visualisieren Sie, geben Sie Handreichungen dazu raus, wie funktioniert das? Ja, geben Sie dadurch Sicherheit, also maximale Sicherheit in dem Prozess der maximalen Aktivierung von Studierenden. Ich würde immer Kriterien vorgeben, weil davon die Studierenden unheimlich lernen. Also nicht nur die Qualität des Feedbacks steigt, sondern auch nochmal der Transfer dieser Kriterien unterstützt einfach nochmal den Kompetenzerwerb. Besprechen Sie die Anwendung, also das heißt, holen Sie auch immer wieder Beispiele in Ihre Veranstaltung rein. Behalten Sie bitte immer die verschiedenen Lernfelder der Studierenden im Blick. Das war das, um welche Kompetenzen geht es mir gerade und inwieweit tue ich auch tatsächlich was für diesen überfachlichen Kompetenzerwerb. Fangen Sie klein an. Also nichts schlimmer als, jetzt habe ich irgendwie so 2 Tage Grundkurs Hochschuldidaktik gemacht und setze alles um. Und ja, und dann ist in der Regel so ein bisschen die Frustration recht hoch, weil man dann irgendwie alles nicht so richtig macht. Oder ich würde wirklich sagen, einfach mal in einer kleineren Gruppe oder vielleicht in einer größeren Gruppe, aber dann in einem geringeren Umfang einfach mal austesten, spielen und sagen, dieses Semester mache ich so, im nächsten Semester baue ich es vielleicht aus. Und machen Sie sich die Methode zu eigen. Es geht darum, dass die Methode für Sie passt und nicht, dass Sie der Methode passen. Und das wäre jetzt auch mein Schlusswort, zumindest im Rahmen des Vortrags. Ich möchte mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und bin jetzt gespannt, welche Fragen Sie noch mitbringen.